So, moin, willkommen mal wieder zu Animal Crossing Wild World. Ich hab da einen Fisherman's Friend im Mund. Und wir sind heute im Stream, deswegen auch mit Cam. Und ja, und das Ganze wird so eine Art Live-Let's Play heute werden, weil ich hab einfach mal wieder Bock drauf. Noch einmal Jack und ich liebe, schreibt der Julian, der hier schon am Start ist. Ja. Er mag ja Jack zwar nicht so ganz. Aber heute geht's jetzt erstmal wieder schön um Animal Crossing und darum, dass Bernd wahrscheinlich ausgezogen ist. Ha? Schön, verpiss dich doch. Der Rainer ist heute da, stimmt, es ist Montag, ne? Habe ich gerade schon mal gesehen. Und Raffli, wie auch immer, ist auch am Start, moin. Der verrückte Rainer kommt, nur Sternis ist das Passwort, alles klar. Schauen wir gleich mal vorbei. Akademie interessiert mich nicht, ich... Was sagt der wieder über Schränke, der Fred? Schränke, die zur Wand aufgehen, sind nutzlos. Ich wette, da steht keiner falsch rum, ne? Sackgesicht. Lieber Niklas, ich nenne deinen Vater Bettschnecke. Okay. Sobald er drin ist, kriegt man ihn kaum wieder raus. Wir sind beide so, Mama. Warum synchronisiere ich Mama eigentlich so? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil die im Gamecube-Teil immer ein bisschen sehr weird war. Wir wollen Enkel. Ne? Man erinnert sich. Nur Sternis war das, ne? Ich behalte es trotzdem. Ach komm. Ja, ich behalte auch mal Bernds Brief. Ist das ein Abschiedsbrief? Nein. Ich habe keine Ahnung mehr, wer überhaupt bei mir wohnt. Ich weiß, Waldemar wohnt noch bei mir. Bei Monique bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob die zwischenzeitlich nicht ausgezogen war. Aber ja, ich habe einfach wieder Lust auf Animal Crossing und ja, in New Horizons habe ich jetzt nur noch, jetzt jeden Samstag halt KK zu besuchen. Ich glaube, da fehlen jetzt noch 8 Stück. Das heißt, irgendwann im April bin ich halt fertig und ja, mehr passiert da halt auch dann nicht mehr. Und ich habe mal wieder New Horizons Steuerung im Kopf. Sobald er einmal drin ist, kommt er nicht mehr raus. Sowas will ich von meinen Eltern gar nicht wissen. Ja, das stimmt auch. Aber wir werden jetzt erstmal wieder schön zu tun haben, damit das ganze Unkraut zu jäten. Eine Spitze. Hey, kümmere ich mich aber gleich drum. Ich glaube, wir gehen erstmal zu Rainer. Wie viel Geld habe ich denn? Falsche Taste. Ach so, ja, ich habe hier noch ein paar Sternisäcke. Das ist schön. Keine Ahnung, auf was mit meinem Kredit ist, wie der Stand so war. Aber ja, finden wir heute vielleicht mal raus, vielleicht auch nicht. Und ich habe auf jeden Fall Lust... Keine Blumen, nur Sternis. Ich habe auf jeden Fall Lust, ein bisschen zu angeln. Deswegen bietet sich das eben auch im Stream so gut an. Und darüber hinaus, kein Satzzeichen. Sehr schön. Es bietet sich darüber hinaus auch an, weil die meisten Fische halt abends zu fangen sind, also nach 16 Uhr. Allerdings nicht alle. Ein einziger, glaube ich, ist mittags zu fangen. Also bis 16 Uhr, von 9 bis 16 Uhr. Allerdings... 6 oder 7 weitere eben dann jetzt abends. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Ein Schachschrank. Keine Ahnung, ob ich den schon habe. Und die Mona Lisa. Auch keine Ahnung, ob ich die bereits besitze. Wie war das denn nochmal? Ach ja, genau. Der hat ja irgendwie falsche Namen, wenn die gefälscht sind, ne? Ja, ist ein Hagen. Es ist kein Hagen. Aber ganz sicher nicht, Kollege. Schade eigentlich. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob wir die Mona Lisa vielleicht schon haben. Das müsste ja dann ein Da Vinci sein. Scheiße. Ich glaube schon, ne? Leonardo da Vinci? Ach ja. Kunst und ich ist geht so. Und Wild World und ich geht auch so, weil ich habe die Tasten wieder komplett verlernt. Ich guck mal gerade, wer denn so auf meiner Insel jetzt nur ist und wer nicht. Ricarda, Waldemar, Luzi, Alfredo, Isabella sind noch da. Keks ist noch da und Lotta sind noch da. Sind jetzt 9 Stück da, ne? 2, 4, 6. Was? Ne, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5. Nur noch 7? Wie viele sind denn ausgezogen? Okay. Oder, nee, war das so, dass hier nur 8 wohnen? Oh, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, wahrscheinlich, ne? Weil es ist ja nur Bernd ausgezogen angeblich. Isabella wollte ich auch wieder loswerden. Ich glaube, von dem Rest hatte ich schon überall Fotos, oder? Naja. Ja, stimmt. Und es war ja auch so, dass die erst mit mir reden, wenn ich schon 10 Minuten hier rumlaufe. Ja, ich erinnere mich wieder an die ganzen Gegebenheiten. Ja, ich würde einfach mal gucken, was wir noch so in diesem Spiel erreichen wollen. Ich habe ja selbst keinen Plan. Ich würde schon ganz gern alle Fische, alle Insekten so fangen, ne? Das Museum vollständig machen. Eventuell dann aber auch mit rumspulen. Mal gucken. Und dann eben auch... Hätte ich jetzt halt wirklich auch so geplant gegen Frühling oder sowas, weil ich mag es immer im Frühling eigentlich anzufangen. Dann vielleicht mit Juliv wirklich mal zu starten. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Hätte ich Lust drauf. Aber gut, muss man auch gucken, wie es mit anderen Projekten aussieht. Vor allem, weil ja auch noch zum Beispiel sowas wie Kirby rauskommt. Das wird ja wahrscheinlich auch umfangreich sein. Heute ist Montag, ne? Wir können ja mal fragen, auch wenn ich keine
Rüben habe. Warum nicht? Ich hoffe, ich hatte keine Rüben mehr. Das wäre jetzt schlecht. Aber ich glaube, die habe ich alle verkauft, bevor ich gesagt habe, so, nö, ich höre jetzt erstmal auf. Na, dieses tägliche Spielen war ja das, was mich dann so ein bisschen genervt hatte. Ich will eigentlich an meinem Aussehen auch gar nichts ändern. Ich habe gerade überlegt, zu Trude zu gehen, aber ich glaube, das mache ich nicht. Oh, mein OBS hängt auf jeden Fall. Cool. Keine Ahnung, ob es bei euch auch gehangen hat. Wahrscheinlich. OBS hatte einfach mal wieder keinen Bock. Super. Ich müsste es auch mal updaten, weil bis Ende Februar ist, glaube ich, irgendwie so eine Frist und danach ist OBS unbrauchbar. Müsste ich mal machen. Ja, Professor Layton geht halt dann eigentlich nach Jack 2 wieder weiter. Also wenn ich das fertig aufgenommen habe, wäre so mein Plan. Ich hätte währenddessen mal ein bisschen Unkraut, wäre ich hier schon mal erzähle. Das wäre so mein Plan, halt erstmal jetzt Jack 2 durchballern, da fehlt auch nicht mehr viel. Bin jetzt glaube ich bei 82% oder sowas. Also zumindest mal überhaupt die Story durchzuballern. Aufnahmetechnisch würde ich dann halt gerne mit Professor Layton weitermachen. Und das auch eigentlich so... Ja, ich sage immer, ich will es eigentlich so gesehen wieder als Hauptprojekt halt machen. Allerdings, ja, Jack 2 ist jetzt auch view-technisch nicht so mega geil und Layton sowieso auch nicht. Und hätte auch wieder gerne mal ein bisschen mehr Interaktion, so insgesamt. Ich meine, klar, Max und Tobi vor allem sind jetzt natürlich bei Jack 2 auch immer dabei. Also Max ja sowieso, der OG. Ja, aber ansonsten... ist da halt nicht so viel Interaktion, was halt auch mal wieder ganz cool wäre. Und Tekken ist definitiv was, was da wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr anregt. Und ich hätte halt auch wahnsinnig Lust einfach auf Tekken. Ich wollte ja jetzt einfach nur Jack zweimal dazwischen ballern, weil ich jetzt schon so lange die erste Aufnahme gemacht hatte. Auch wenn ich halt schon richtig Bock hatte, direkt nach Tekken 6 weiterzumachen. Dann kommt, wie gesagt, Tekken Tag Tournament 2 dann. Und dann Tekken 7. Ja, und Jack 3, keine Ahnung, wann ich das dann bringe. Aber ich brauche dann erstmal auf jeden Fall Pause von Jack, muss dann Tekken erstmal weitermachen und dann gucken wir weiter. Ich habe halt auch auf jeden Fall richtig Bock, so ein paar andere Sachen zu machen. Ich habe jetzt neulich wieder richtig Bock auch tatsächlich bekommen auf Sonic and Sega All-Stars Gedöns. Entsprechend habe ich ja dann noch den Transform-Teil für die Wii U, den ich spielen könnte. Und das könnte man auf jeden Fall auch in der nächsten Zeit mal machen. Ja, Animal Crossing habe ich halt eigentlich immer wieder Bock, so nebenbei mal zu machen. Wenn ich halt wirklich mal Layton weiterzocken sollte, dann dauert es auf jeden Fall ein bisschen, bis dann der nächste Teil kommt. Auch wenn das jetzt eher so wegen der Story dazwischen geschoben war. Na, mal gucken. Was ich halt auf jeden Fall live machen möchte, also wenn es rauskommt, ist Kirby und das... Vergessene Land, Verwunschene Land, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich glaube, Vergessene Land. Hätte ich schon richtig Bock drauf, das zu tun. Und ansonsten gibt es halt auch noch, ja gut, ich glaube, zu Switch Sports Gedöns muss ich jetzt nicht wirklich Videos machen. Vielleicht mache ich es, vielleicht auch nicht. Die Demo habe ich jetzt auf jeden Fall gespielt, diesen Online-Playtest, der war sehr cool. Ja, und es gibt dann auch noch so ein paar Sachen, zum Beispiel Klonoa kommt ja dann im Sommer noch raus. Für die Switch, die beiden ersten Teile halt remaked, ich weiß gar nicht, ob es mehr gibt. Das würde ich auch sehr gerne spielen und Let's Playen. Und irgendein Spiel habe ich, naja gut, Mario Kart DLC werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Keine Ahnung, ob wir da Videos mal machen oder Streams. Muss ich schon mal überlegen. Also es gibt halt einige Sachen, die jetzt von Nintendo neu kommen, die jetzt in der Direct vor allem gezeigt wurden, auf die ich schon Bock habe. Alles klar. Der Julian hat seine Toilettenpause beendet. Schön. Nett, dass ich überbrücken konnte und ja, schönen Abend noch. Ja, und ich rede mal ein bisschen weiter über Projekte. Ich denke, es wird halt auch noch so das ein oder andere Projekt dazwischen geschoben werden, jetzt so, mit denen man vielleicht jetzt so nicht rechnet, auf die ich aber einfach Lust habe. Und deswegen, ja, viel Lust auf viele Sachen, aber zu wenig Zeit und ne, kann nicht so viel gleichzeitig spielen und vor allem nicht so viel gleichzeitig aufnehmen und so. Ja, mal gucken. Aber Fakt ist, hier in Wild World haben wir jetzt an sich nicht so wahnsinnig viel noch zu tun, deswegen habe ich ja auch diese Pause gemacht.
Ich weiß auch gar nicht, jetzt liegt noch Schnee. Wir müssten auf jeden Fall auch noch die Schneebälle suchen. Vor allem für das Insekt. Ich glaube, das ist das einzige Insekt, was wir jetzt auch bekommen können. Ich kann da schon mal ein bisschen gucken. Ich zupfe ja gerade sonst nur Unkraut. Ja, gut, die Maulwurfsgrille könnten wir auch bekommen. Und ansonsten halt, ja, Dungbeetle. Ich weiß allerdings gar nicht, ob ich den Kescher dabei habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, den hatte ich mal weggelegt. Ja, hier ist nur anderes Zeug drin. Die Schleuder habe ich immer dabei. Smaragdbrille. Das Problem ist, ich hatte nicht mehr wirklich Platz. Ach ja, hier diese Pinkmöbel, ich erinnere mich. Hatte ich immer dabei, Mr. Flamingos. Ja, ich habe eigentlich nicht so wirklich die Sachen gerade dabei für das, was ich machen möchte. Ja, dann muss ich auf jeden Fall nochmal nach Hause. Ich könnte auf jeden Fall ein bisschen rumspulen, weil, ja. Ich hatte jetzt vor allem halt die Pause gemacht. Maulwurfsgrille. Habe ich denn eine Schaufel dabei wenigstens? Ja, die habe ich dabei. Guck mal. Ach, aber ja, kein Kescher. Shit. Ich hole mir dann erstmal den Kescher. Verdammt. Also Kescher und Angeln dann. Kescher, mein Gott. Kescher? Kescher? Bitte, wie wird eigentlich geschrieben? Mit SCH, ne? Oh Mann. Sieht ja eigentlich ganz nett aus hier. Ja, halt so ein bisschen Geld farmen und sowas. Das muss ich auf jeden Fall mal machen. Ja, und was wir dann so noch erreichen hier, mal gucken. Vieles, was ich mir als Ziel gesetzt hatte, habe ich ja erreicht schon. Also die ganzen Goldwerkzeuge, perfekte Stadt und sowas. Ich weiß nicht, wie es bei Fossilien aussieht. Ich glaube, ich habe noch nicht alle, aber da fehlen wahrscheinlich nicht mehr viele. Vielleicht hatte ich auch alle. Ich weiß es nicht. Kunst fehlt mir auf jeden Fall noch und ja, halt Insektenfische. Also Museum voll kriegen wäre schon cool. Einige Bilder habe ich jetzt schon von den Bewohnern, soweit ich mich erinnere. Ja. Ich habe alle Früchte in der Stadt. Ich weiß nicht, wo die Reise da halt noch hingehen wird. Das Ding ist halt, dieses Spiel. Ich habe es ja am Anfang auch so gespielt, dass ich da halt wirklich viele Blumen züchten wollte und sowas, halt eine schöne Stadt haben wollte. Also das Äußere und so, aber. Ach ja, mittlerweile bin ich da halt nicht mehr auf dem Trip, weil es einfach nicht praktikabel ist in diesem Spiel, wenn du nicht wirklich jeden Tag spielst oder halt die Zeit im laufenden Band veränderst, ist es halt einfach ohne weiteres nicht möglich, hier die ganzen Blumen zu behalten. Und dann spiele ich das im Endeffekt so umsonst gefühlt. Und das, nee, ist irgendwie doof. Also ich werde hier nicht wirklich Zeit in die Stadtgestaltung mehr stecken. Und das ist ja das Schöne ab New Leaf dann. Und das ist ja dann der letzte Main-Titel, den ich dann noch let's playen kann und werde. Da können wir dann halt wirklich eine Stadtverordnung machen und dann so viele Blumen in der Stadt haben, wie wir wollen, wie in New Horizons halt, dann verwelken die nicht mehr. Und dann ist das auch überhaupt kein Problem, dass man jeden Tag gießen muss oder rumspulen muss. Ich habe ein Kleeblatt gefunden, vierblättriges. Schön. Cool. Ich glaube, das ziehe ich mir direkt mal an, weil theoretisch gibt es auch noch einen netten Glückseffekt. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus im Outfit hier. Finde ich gut. Wer ist denn da oben? Wer war das? Also da ist Ricarda. Und wer war da oben? Ach, Isabella. Alles klar. Jo, hier ist auf jeden Fall noch was zum Ausgraben. Schön. Ich werde gleich ein bisschen angeln dann, wie gesagt. Was fehlt denn noch so? Gucken wir mal kurz rein. Ich hoffe, dass ich auch noch eine weitere Maulwurfsgrille höre gleich. Der Bitterling, der Goldfisch, die Bachschmerle wahrscheinlich. Stringfisch, vergesse ich jedes Mal, was es ist. Das war kein Aju. Ich weiß nicht, was es ist, verdammt. Der Seeschmetterling, wie heißt er im Deutschen? Heißt er nicht so einfach nur Seeschmetterling? Weiß nicht genau. Fehlt noch aus dem Meer. Der Tintenfisch, der Kugelfisch müsste es sein und ja, gut. Mir fehlt auch noch ein Thunfisch. Der könnte ein bisschen schwierig jetzt sein, so ohne weiteres einfach mal zu fangen, aber du hast hier den Bitterling und den Goldfisch kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir den heute mal so, ja, ohne weiteres fangen. Wäre möglich. Ah, stimmt, ist jetzt auch gar nicht hier auf Winterzeit umgestellt und so. Deswegen ist er noch eine Stunde vor. Aber ist ja auch komplett egal. Ach ja, einfach wieder schön auch ein bisschen
Animal Crossing wieder zu spielen. Wie gesagt, jetzt ist, also dass ich halt wirklich sowas wie Angeln gemacht habe oder sowas, ist halt wirklich lange her jetzt. Na gut, das stimmt jetzt so auch nicht. Es ist, glaube ich, erst ein Monat her. Weil ich musste noch Lachse fangen. Lachsfischen im Jemen oder wie war das bei Pastewka? Ja, und das habe ich auf einer Insel gemacht, wo jemand September hatte, auf seiner Insel. Denn nur im September kann man ja Lachse fangen und das habe ich dann New Horizons gemacht und eine Barbe müsst ihr schon gehabt haben. Und habe dadurch jetzt eben auch alle Rezepte ja mittlerweile. Da werde ich auch noch einen kleinen Zusammenschnitt wahrscheinlich dann machen, wenn ich dann KK und damit das finale Achievement habe. Also das möchte ich noch gerne zusammenschneiden, da habe ich noch Material gespeichert. Ein Stin. So, ich glaube, das ist der... Das ist nicht der Stringfish. Das müsste der... Yellow Perch? Pondsmelt? Pondsmelt müsste... Ach, ich weiß es nicht. Shit. Na gut, können wir gleich uns mal genauer anschauen auf der lustigen Karte. Karte meine ich natürlich das Enzyklopädie-Gedöns. Ach ja. Ja, ich habe wie gesagt den Switch-Online-Test gemacht und müsste jetzt auch eigentlich auch mal wieder eine Folge Podcast aufnehmen. Denn diese Woche wäre es eigentlich wieder soweit für eine neue Folge Triforce, aber keine Ahnung, ob ich dazu komme diese Woche wirklich. Ich weiß auch nicht, ob ich genug Themen hätte, davon abgesehen. Ich kann ja auf jeden Fall noch dann über Eskimo Callboy und sowas berichten vom ISC-Voreinscheid. Ach ja, das der NDR, der Sack. Der eine Person, ja, ja. Nee, aber es ist extremst bitter, belastend einfach, wie ignorant diese Menschen dort sind. Aber, ja. Man sieht ja an den Spotify-Streams, dass das jetzt eigentlich alles nicht so wahnsinnig geil ankommt, was sie da so in den Vorentscheid zugelassen haben. Durchaus teilweise auch aus Protest wahrscheinlich, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir die Songs halt angehört. Einen fand ich halt ganz in Ordnung. Rockstars. Der Rest war halt so, ja, forgettable. Und deswegen habe ich auch nie das Verlangen gehabt, die in Spotify mir anzuhören. Ja. Ist das ein Seebarsch? Ich glaube schon. Und jemand Neues ist am Start und ich habe keine Ahnung, wie ich dich aussprechen darf. Pizzai, Sally, Sally. Hallo auf jeden Fall. Ich versuche Winterfische zu fangen. Da ich seit, keine Ahnung, 3-4 Monaten jetzt wieder nicht gespielt habe und bisher noch nicht die Ambition hatte rumzuspulen, was aber bald wahrscheinlich sowieso Geschichte sein wird. Eine Makrele, ja super. Was fehlten mir? 3 Fische, glaube ich, ne? 3 Fische fehlen mir hier. Ja und, gut, Thunfisch, den ich wahrscheinlich eh nicht fangen werde. Heute. Ich weiß auch nicht, wie lange wir heute hier machen. Länger als eine Stunde wahrscheinlich nicht. Ich, wie gesagt, würde das dann halt auch einfach als normales Video auf YouTube ballern. Aber das soll jetzt keine Begrenzung sein. Ich werde jetzt auch wahrscheinlich in einer halben Stunde nicht irgendwie sagen, jo, jetzt ist der Part vorbei. Sondern einfach am Stück weitermachen. Vielleicht wird es dann auch einfach ein Part. Keine Ahnung. Ich werde aber wahrscheinlich eine Gliederung vornehmen. Und das ist ein Keulkarpfen. Den hatten wir aber, glaube ich, schon mal, ne? Den müssten wir schon haben, ja. Gut. Was ist mit ihr los? Die starrt einen Stein an. Alles klar. Anja, alles klar. Dann hallo Anja. Ein netter Resetti. Habe ich den hier schon mal gezeigt im Let's Play damals? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube schon. Aber ich könnte es nicht sicher sagen. So, so, so. Ja, wie gesagt, müsste mal wieder eine neue Folge Podcast dann aufnehmen, aber momentan weiß ich nicht, ob ich das diese Woche schaffe. Und wie gesagt, auch ob ich so viel wahnsinnig zu bereden habe. Gleiches gilt eigentlich hier. Weiß ich auch nicht. Haseln müssten wir auch schon gehabt haben.
Was geht bei denen da? Kohlrabi-Blatt. Alles klar. Wo wir schon bei Hasel sind, ne? Ja. Momentan ist einfach irgendwie auch so eine belastende Situation insgesamt. Ich meine, gut, zu Corona, keine Ahnung, habe ich jetzt auch mittlerweile absolut nichts mehr zu sagen, beziehungsweise habe jetzt nicht irgendwie großartig Interesse daran, irgendwelche Nachrichten darüber zu lesen. Aber dann kommen momentan die ganzen Stürme dazu. Es ist jetzt mittlerweile der dritte Sturm draußen immer noch. Antonia am Wütende. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt gerade wütend sagen kann, aber man hört es halt trotzdem immer noch in der Wohnung. Ist ziemlich nervig. Vor allem, weil hier teilweise die Fenster irgendwie nicht richtig isoliert sind. Also so die an der Fensterbank so ein paar Fugen oder sowas, wo dann einfach Luft durchkommt. Es ist richtig kacke. Dazu kommt jetzt noch dieser schöne Konflikt da im Osten und es ist fantastisch, wirklich. Ich habe jetzt gestern mal ein bisschen tatsächlich Rocket League geübt. Einfach, weil ich mal Lust hatte, einfach mal ein bisschen das Fliegen zu üben, weil ich das ja immer noch nicht so wirklich perfektioniert habe. Und auch mal ein bisschen Freestyle in der Luft rumfliegen und sowas. Habe mir währenddessen dann mal beim Parabelritter ein bisschen was angehört. Also sowohl das längere Analysevideo zum Russland-Ukraine-Konflikt, ging, glaube ich, 45 Minuten und jetzt das etwas aktuellere. Das war nicht nur etwas aktueller, das war, glaube ich, von gestern. Also der Upload. Das ging dann auch nochmal eine halbe Stunde. Ja. Motiviert einen irgendwie nicht so gerade. Gerade nicht so. Und dazu habe ich momentan noch irgendwie so ein bisschen Sprachfindungsprobleme. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Es ist auch ein bisschen unschön. Okay. Es ist vielleicht auch gar nicht mal so clever, dass ich die ganze Zeit rede. Wenn ich Fische fangen will, wo ich hauptsächlich hinhören muss. Im GameCube-Teil war es halt schlimmer, weil da hat man das gefühlt viel zu spät gesehen. Oder hat man es da nicht gehört? Wie war es? Da musste man das da sehen oder hören? Naja, hier geht es auf jeden Fall schon wieder deutlich besser. Mit jeweils einer Methode. Also ist egal, ob man da hinhört oder hinguckt. Beides natürlich am besten. Aber dadurch, dass das hier alles so verpixelt ist, ist es schwierig zu sehen, wenn der Schwimmer da untertaucht. Deswegen ist hier das Hören eigentlich ganz wichtig. Ich weiß schon, warum ich sowas ganz gerne einfach offscreen mache und währenddessen ein paar Sachen höre. Heute ist unter anderem auch wieder ein neuer Podcast von Rick gestartet, vom Super Flash Crash, ja. Zusammen mit der Jillian hat er jetzt seinen neuen Podcast aufgemacht, Kontropervers, so rum. Und ja, bin da jetzt auch schon durch die Hälfte durch, ist wie immer sehr unterhaltsam. Und werde ich mir wahrscheinlich morgen, ach gut, ich weiß nicht, heute war ich zwar auch spazieren, aber je nachdem, wie es morgen mit Regen auch vor allem wieder aussieht, aber auch mit dem Sturm, mal gucken, ob ich da wirklich spazieren gehe. Oh, ein Anglerfisch, hatte ich den schon? Müsste, ne? Was können wir denn safe wegwerfen? Ein Hasel, den habe ich auf jeden Fall noch zweimal. Was ist denn der Anglerfisch noch gleich? Shit. oder war das der Footballfisch? War doch der Googlefisch, soweit ich weiß. Ich weiß nicht mehr, was dieses Barrett Knife Jar war. Das weiß ich nicht mehr genau. Oder war der Footballfisch das und dieser Pufferfisch war halt, ne, Kugelfisch. Ich weiß auch nicht, ob sie sich teilweise geändert haben. Ich glaube, das könnte der Footballfisch gewesen sein. Mal gucken mal nach. Der ist jetzt neben der Krake. Was war denn Krake hier? Oktopus. So. Genau, ja, dann ist das der Footballfisch. Sehr schön, dann hatten wir den noch nicht. Zwei weiter, oder drei weiter ist der Mondfisch. Der Ocean Sunfish ist das hier in dem. Ja, okay. Dann haben wir den jetzt, das ist sehr schön. Dann können wir den schon mal zu Eugen bringen. Ich finde die richtige Farbe hier nicht, mit der ich das markiert habe.
So, da müssen wir mal nachgucken, was wir denn gerade noch gefangen haben. Was das jetzt genau war. Okay, den Aal kann ich auf jeden Fall finden. So. Von da aus, zwei weiter ist der Sonnenbarsch, das Bluegill. So. Und den nächsten haben wir jetzt gefangen, das ist der Flussbarsch. Den habe ich hier als gelb, also von wegen, den muss ich noch fangen. Scheiße. Ja, den habe ich jetzt aber nicht gerade gefangen. Black Bass ist klar und danach kommt jetzt der Stint. So, Pond Smelt war dann doch Stint. Ich dachte vorhin, das wäre der. Die Flussgrundel gewesen. Ach, das, diese Fischnamen. Die englischen habe ich definitiv nicht drauf. Stahlkopfforelle war dieses Rainbow Trout, wie auch immer. Und der Stringfisch danach fehlt noch. Ja, okay. Yellow Perch ist jetzt ein bisschen schwierig. Also diesen Sonnenbarsch war das, nee, war das? Flussbarsch. Den habe ich ja nicht jetzt gefangen, oder? Ich glaube, ich gehe gleich mal, also wenn ich jetzt bei Eugen vorbeigehe, gucke ich mal nach, was, ob er den schon hat. Ich hoffe, ja, hoffe ich ja, ich weiß es nicht. Du warst eine Kakerlake, glaube ich, ne? Habe ich auf jeden Fall nicht mehr zu fangen. Nee, ich muss eine Maulwurfsgrille fangen und eigentlich, was willst du von mir? Ein Brief, alles klar. Eine Frage an Keks. Wenn man fragt, ist es schlimm, Schlimmes zu tun, fragt man dann um Erlaubnis. Leitet wieder perfekt über zu I Did Something Bad von Taylor Swift. Ja. Julian und ich werden wahrscheinlich jetzt die Woche, wenn nichts dazwischen kommt, ja, Reputation reviewen. Also eine Tierliste machen dazu. Auch wieder im Stream. Und ja, wahrscheinlich Mittwoch. Wenn nicht, dann Donnerstag. Wenn das nicht, dann nächste Woche. Das wird cool. Auch wenn ich noch nicht so wirklich mit meiner Analyse fertig bin. Aber ja, was soll's. Stiftungen, Ausstellungen. Ich gucke erstmal nach dem Flussbarsch. Ob wir den schon haben. Sieht ja nicht danach aus. Warum habe ich den dann schon? Also, warum? Wann habe ich den gefangen und nicht gespendet? Warum tue ich so etwas? Ich hasse es. Aber wann habe ich den denn eigentlich gefangen? Weil. In welchen Monaten ist der denn da? Ah, der ist auch im Oktober da. Okay. Warum habe ich den denn. Ich habe ihn offenbar gefangen und nicht gespendet. Super. Der Klassiker. Aber egal. Das heißt aber auch, dass wirklich nur Stint und Anglerfisch neu sind, ne? Ja, den Rest hatte ich halt safe schon. Okay, alles klar. Ah, jetzt ist halt die Stunde später. Wie lange hat der Nook denn nochmal auf? War das das Spiel, wo die lange aufhaben? Oder war das der GameCube-Teil? Ich habe die zu schnell hintereinander gespielt, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, in Wild World waren die doch recht normal, so, also so wie in Let's Go to the City und eigentlich auch immer später. Was aber heißen würde, dass der jetzt hier eigentlich. Wobei, der müsste ja dann schon zu haben. Ich weiß es nicht. Regina fragt, wie es denn so geht. Ich glaube, ganz normal. Normal. So. Also, die müssten ja jetzt, ach, die kommen, die haben doch locker alle noch auf hier. Schneiderei ist mir auch egal, aber. Ja, das ist natürlich das Ding. Ich wollte zwar nach 16 Uhr angeln, aber ja, so spät ist es eigentlich auch wieder schlecht wegen den Läden. Wegen dem Laden. Weil ich will jetzt auch nicht die ganzen Sachen wieder unnötig wegwerfen müssen, zumal das anstrengend ist. Und ich brauche halt eigentlich auch noch Geld. Deswegen sollte ich das gerne mitnehmen. Ach ja. Also sie haben auf jeden Fall noch auf und es müsste jetzt gleich 22 Uhr sein in-game. Ich meine, ich hätte nichts dagegen, wenn die bis 23 Uhr aufhören. Und ich muss auf jeden Fall die Geldsäcke zur Bank bringen, weil hier bringen die mir gar nichts im Inventar. Die nehmen nur Platz weg. Blume verkaufe ich auch mal. Ja, das kann ich alles verkaufen. Perfekt. Nein.
Ich hasse es. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass wir jetzt häufiger noch Wild World streamen werden. Wenn, dann werde ich wahrscheinlich eher Videos machen. Und wahrscheinlich auch nicht übers Angeln. Dann ist halt die Frage, was dann? Vielleicht eben gerade doch deswegen Streams oder eben gar nichts. Ich habe noch keine Ahnung. Aber heute hatte ich halt auf jeden Fall mal Lust. Die Lust hat mich eigentlich gestern Abend gepackt, mal wieder Wild World reinzuschmeißen. Aber ich wollte halt auch erstmal überhaupt nochmal wissen, was habe ich eigentlich alles so gemacht und noch vor. Was ich gemacht habe, habe ich mir jetzt nicht wirklich aufgeschrieben. Ich war nämlich mal wieder so clever und habe dann halt immer alles gelöscht, wenn ich irgendwelche Sachen erledigt hatte, zum Beispiel eben die perfekte Umwelt. Sodass ich da jetzt nicht mehr wirklich den Überblick habe. Siehe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wir alle Fossilien haben. Ja, und dadurch habe ich jetzt halt nur einen kleinen Überblick über die Fisch und Insekten. Ja, und das ist es. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht mehr großartig, was ich jetzt so reden soll. Das ist kein Fußbereich, ne? Das ist ein Barsch, ja. Okay. Deswegen weiß ich auch nicht so ganz, ob ich jetzt noch großartig weiter streamen möchte, tatsächlich. Ich glaube, es ist momentan tatsächlich eher was für Privatspielen. Weil, ja, zum einen, wenn ich jetzt hier irgendwie offscreen, off-topic über irgendwas rede, das ist halt eigentlich jetzt mittlerweile auch so in meinem Podcast. Also das ist eigentlich alles so, was ich so im Podcast machen würde mittlerweile. Und deswegen, oh, das könnte ein Thunfisch sein. Deswegen weiß ich halt nicht so ganz, ob ich das jetzt noch als Let's Play machen möchte. Und ich merke halt, Angeln selbst, offscreen, finde ich durchaus sehr entspannend und sowas. Aber wenn ich das im Stream mache, wird mir das wirklich sehr schnell langweilig. Das muss ich halt wirklich einfach sagen. Das ist einfach nichts auf Dauer für mich. Ein Tintenfisch, sehr schön. Oder ein Kalmar, ist das genau. Der hat mir auf jeden Fall noch gefehlt, sehr schön. Ein Squid. So. Ich glaube, ich werde jetzt hier beenden. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen selber weiterspielen. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Aber ja. Es ist halt irgendwie wieder dieselbe Unlust, wirklich Parts aufzunehmen. Wie damals. Also wie vor einem halben Jahr eigentlich. Ist ja mittlerweile schon her. Eine Flussgrundel. Sehr schön. Das. Wir fangen ja schon fast jetzt alle Fische noch im Schluss. Nee, aber das ist ja nicht. Was war das jetzt genau, frage ich mich gerade. Das war ja auch nicht das. Nein, nein, das war jetzt auch nicht der Stringfisch, oder? Moment. Was haben wir da jetzt gerade? Hatten wir den doch schon? Und irgendwie werde ich gerade auch sehr müde. Ja gut, aber hier, guck mal hier, ach guck mal. Der Pop-Eyed Goldfish ist auch ein anderer. Naja, stelle ich gerade auch fest. Aber das ist auch der, den ich gerade gar nicht fangen kann. Ja, lol. Flussgrundel, hier. Nach der... Ja, hier, Freshwater Goby müsste das sein. Naja. Ey, egal. Ich weiß echt nicht, was ich mit diesem Spiel machen soll momentan. Danke fürs dabei sein und wir sehen uns.